Es gibt ein Tafelwasser, das aus grönländischem Gletschereis stammt, in Kanada produziert und anschließend mehr als 9600 Kilometer über den Atlantik nach Europa transportiert wird, um am Ende hier verkauft zu werden. Wir fällen Bäume in Schweden, um Einweg-Kaffeebecher in China herzustellen, um diese in Europa zu verkaufen. Und der hauseigene Pool wird natürlich klimaneutral mit Biotropenholz aus dem Amazonasgebiet beheizt. Ganz ehrlich, wenn man sowas hört, denkt man sich schon, wir haben den Klimawandel einfach verdient. Aber keine Sorge, wenn der Meeresspiegel steigt, dann läuft das Wasser bestimmt einfach an den Rändern der Erdscheibe ab. Die Reptiloiden sind eh gute Schwimmer. Fakt ist, der Klimawandel bedroht die Menschheit und es gibt nur noch begrenzte Zeit, das Ruder herumzureißen. Noch ist es nicht so weit, dass man Chili essen muss, um den Mund zu kühlen. Noch kommt nicht aus beiden Wasserhähnen heißes Wasser. Noch schauen sich keine Eisbären im Kühlschrank einen Heimatfilm an. Doch was ist in wenigen Jahren? Wenn du nach draußen gehst und dein Schatten drinnen bleibt, wenn der Napf deines Kanarienvogels nun voller Popcorn ist, wenn Fische in der Donau plötzlich ungefragt Chemie studieren, wenn ein Karl Lauterbach plötzlich Klimaexperte geworden ist, um nach den Talkshows präsent zu sein und eine Schwimmflügelpflicht kommt. Einige CDU-Abgeordnete haben schon Aufträge vermittelt, ganz uneigennützig natürlich. Wenn es endlich mal von Vorteil ist, im vierten Stock zu wohnen, um mit trockenen Füßen in Fluten pinkeln zu können. Wenn dann italienische Restaurants nur noch die Pizza drei Jahreszeiten anbietet, namens Trockenzeit, Regenzeit und Fasching. Ja, dann wird es im Jahr 2042 heißen, ja, wir haben den Klimawandel etwas unterschätzt. 2043 dann, wieder ein Sommer mit über 100.000 Hitzetoten. Die Regierung überlegt, ob man Altenheime verstärkt mit Klimaanlagen ausstatten soll. Kanzler Rizzo von der ökologisch-liberalen Alternative schlägt einen Lockdown vor, damit sich keiner mehr in der Hitze aufhält. Klingt alles nach schlechten Witzen, worüber wohl nur ein Armin Laschet lacht. Aber Klimawandel ist kein Witz. Mehr Hitzewellen, Dürren und Starkregen, der menschengemachte Klimawandel beschleunigt sich und das mit verheerenden Folgen, wie aus dem neuen Bericht des Weltklimarats hervorgeht. Er zeigt so deutlich wie nie zuvor auf, wie der steigende Treibhausgasausstoß den Planeten bedroht. Der Meeresspiegel steigt schneller, das Eis an den Polen und Gletscher schmelzen rascher. Das angestrebte Ziel, die Erwärmung möglichst bei 1,5 Grad über der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, wird nach den Modellrechnungen wahrscheinlich selbst bei den striktesten Klimaschutzmaßnahmen schon in den nächsten 20 Jahren überschritten. Ein paar Globuli, mehrere Tänze für oder gegen Regen und zahlreiche Opfergaben helfen bei der Klimabehandlung nicht mehr. Auch wenn man dann auf Autofahrten zu den Schwiegereltern verzichtet, nur Politiker wählt, die keine heiße Luft von sich geben und so viele Kühe wie es geht ist, um den Methanausstoß einzudämmen, wird man das Ruder nicht mehr rumreißen können. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Die Techniken, mit denen wir unsere Energiegewinnung ohne das Verbrennen von fossilen Brennstoffen zukunftsorientiert sichern können, ohne unsere Lebensqualität stark zu beeinflussen, existieren längst, sind bezahlbar und schaffen Arbeitsplätze. Der Wandel ist nicht nur wichtig, sondern tatsächlich auch machbar und simpler als brennende Felder löschen zu wollen. Wir können nicht immer abwarten und auf andere zeigen, sondern sollten loslegen und mit gutem Beispiel vorangehen. Und damit meine ich kein SUV kaufen, um gut durchs Hochwasser zu kommen. Wenn man den Wald vor lauter Baumstümpfen nicht mehr sieht, fängt man bei den simpelsten Sachen an. 6 Dinge, die jeder gegen den Klimawandel tun kann. Erstens Strom sparen. Zweitens weniger Fleisch essen. Lebensmittel nicht verschwenden. Mit dem Fahrrad, Bus oder Bahn zur Arbeit. Armin Laschet nicht ins Kanzleramt verhelfen. Und ganz wichtig, die Aufklärung. Wir alle haben diesen Freund, naja Freund eher in Anführungszeichen, der behauptet, dass es den Klimawandel nicht gibt und dass der Mensch gegen das Wetter nichts machen kann. Nun, dein Freund liegt falsch. Also lausch dem linksgrün versifften, drostengehörigen, Regierungspropaganda verbreiteten Pseudosatiriker Partypad. Leider ist der Klimawandel kein Witz, weil es zu diesem Thema einen wissenschaftlichen Konsens gibt, der durch tausende Studien gestützt wird, die alle in dieselbe Richtung gehen. Seit der industriellen Revolution und der exponentiellen Verbrennung fossiler Energien wärmt sich die Erde. Und weil die beiden wichtigsten Treibhausgase Kohlendioxid und Methan in unserer Atmosphäre in einem Jahrhundert um 30 bzw. 50% zugenommen haben, damit ist nicht zu spaßen. Die kalten und warmen Perioden haben sich über den Zeitraum von 10.000 Jahren abgewechselt, was Ökosystemen und Lebewesen Zeit gelassen hat, sich anzupassen.
Heute jedoch erleben wir eine extrem schnelle und starke Erwärmung. Die Durchschnittstemperatur ist innerhalb eines Jahrhunderts um 0,6 Grad Celsius gestiegen. Die Erderwärmung passiert also sehr, sehr schnell. Es ist so, als würde man dich plötzlich in so einem 200 Grad Celsius heißen Ofen stecken, ohne dass du dich davor im sanft kochenden Wasser an die Hitze gewöhnen konntest. Du fühlst dich schnell wie so ein KFC-Hähnchen in der Fritteuse. Und nur schon der Gedanke daran löst Schmerzen aus, und zwar gewaltige, und das ist das erste Kentucky Fried Chicken Part hier. Die Aussage, der Klimawandel ist nicht von Menschen verursacht, triggert mich extrem. Ich meine, wer sowas sagt, solche Mäuler würde ich am liebsten als Urinal benutzen. Die Sache ist die, er ist. Die globale Erwärmung wird hauptsächlich durch die hohe Konzentration von CO2 und Methan in der Atmosphäre verursacht. Und es ist nicht so, dass CO2 und Methan zu Beginn der industriellen Revolution gemeinsam beschlossen haben, ein bisschen mehr Party zu machen, plötzlich viel präsenter in der Atmosphäre zu sein. Eben nicht so. CO2 und Methan werden durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, der landwirtschaftlichen Nutzung und intensiven Bewirtschaftungsmethoden ausgestoßen. Und Ozeane und Wälder sind zwar in der Lage, CO2 zu speichern, allerdings ist diese Fähigkeit durch die Versauerung oder die Abholzung stark eingeschränkt worden. Wir sind sehr wohl verantwortlich dafür, wenn wegen uns die Weltmeere durch die Plastikverschmutzung mehr und mehr zu IKEA-Bälle-Paradiesen mutieren und jede Sekunde ein halbes Fußballfeld Wald gerodet wird. Jede Sekunde. Also ja, wir sind für diese globale Erwärmung verantwortlich. Noch schlimmer ist allerdings dieses Synapsmikro. Die globale Erwärmung ist nicht so schlimm. Ich habe nichts dagegen, das ganze Jahr Sommer zu haben. Da brauche ich zumindest keine Winterreifen mehr, kann die ganze Zeit Cocktails to go in meiner Liege trinken. Das ist ein typischer Fehler von Menschen, die Wetter und Klima durcheinander bringen. Es ist aber ganz einfach. Das Wetter ist das tägliche Wetter. Also heiß, kalt, nass, trocken, windig oder neblig wie in Regensburg die ganze Zeit. Und das Klima ist ein langfristiger Trend. Es regelt die Temperatur des Planeten durch den Austausch von kalter und heißer Luft rund um den Globus. Dein persönliches Klima ist sozusagen dein allgemeines Wesen. Es ist bedacht, es ist unternehmenslustig, ängstlich, unlustig wie Mario Barth und so weiter. Es ist ja auch nicht so, dass nur weil du manchmal traurig bist, du automatisch depressiv bist. Da besteht kein kausaler Zusammenhang. Der Klimawandel bedeutet einfach, dass die aktuellen Trends zunehmen werden. Wo es heiß ist, wird es noch heißer. Wo es kalt ist, wird es noch kälter. Wo es viel regnet, wird es mehr Hochwasser geben. Und wo es an Wasser mangelt, werden Dürren immer schrecklicher werden. In der Zukunft werden wir also gute Winter bei minus 40 Grad Celsius und gute Sommer bei plus 40 Grad Celsius haben. Der Klimawandel bringt somit das gesamte planetarische Gleichgewicht durcheinander. Die Erde hat Fieber und das Fieber steigt. Und Aussagen wie der Klimawandel ist nicht von Menschen verursacht, sind so vertrauenswürdig wie die Aussagen von Vierjährigen, dass sie nicht auf die Toilette müssen. And you don't care about the blood and tears your stuff is made with. And you just close your eyes and ignore.